Hi, willkommen zurück zu Banishers, Ghosts of Druiden, Leute. Wir haben jetzt rausgefunden, dass der Typ selber das Übel ist in den Minen, mehr oder weniger. Wir gehen tief. Wie ist er, Sebastian? Ach, keine Ahnung. Er bringt das Unheil hier über die Leute oder hat's gebracht, weil er gierig war und... Naja. Aber man kann es verstehen, die wollten ja die Leute hier einfach verrecken lassen, verhungern und verrecken an der Krankheit. Da haben wir jetzt alle Ketten gesprengt. Mal gucken, ob es jetzt hier durchgeht. Wahrscheinlich, ja. Ich kann nicht fassen, dass Sebastian uns alle angelogen hat. Selbst Helen. Ist diese Kreatur deshalb so hasserfüllt? Ich weiß, ich wäre es. Gut möglich. Sebastian will Pennington um jeden Preis bestrafen. Aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Weil der es angeordnet hat, vielleicht. Wollen wir? Ah, ist hier noch was? Noch mehr Fell. Ihr wisst ja eh, was Lieber passiert. Ich lasse ihn aufsteigen, wo sind natürlich. Wir? Noch mehr Ketten. Klingt ja traumhaft. Es war immer so, als würde es runterbrechen, aber Glück gehabt. Bergarbeiter. Krank und hungernd ihrem Schicksal überlassen. Helen hatte recht. Es war eine Gräueltat. Nur hat sie dem Falschen dafür die Schuld gegeben. Tja. Brief eines Gefangenen. Ich schreibe diese Worte für alle nieder, die sie lesen wollen, denn irgendwer muss berichten, was wirklich in Fort Jericho, New England, im Jahre 1688 vorgefallen ist. Ich habe einen Wachposten hier an diesem Ort, der nun mein Gefängnis ist, Stift und Papier gestohlen und durch sie werde ich mich mitteilen. Mein Name ist Hazel Upchurch. Ich wurde in Scarborough, England, im Winter 1667 geboren. Meine Eltern besaßen einen Laden, ich hatte drei Brüder und mein Leben war absolut gewöhnlich, bis ich im zarten Alter von nur 19 Jahren zu den Kolonien aufbrach. Ich setzte all meine Hoffnung in die neue Welt. Ich kam im Frühjahr 1687 in New Eden an und fand Arbeit als Näherin, Milchmädchen und Maid für eine edle Dame. Da ich Erfahrung bei der Behandlung von Kranken hatte, meldete ich mich im kommenden Winter freiwillig zur Expedition der Miliz nach Fort Jericho, um einer Epidemie Herr zu werden. Lieutenant Priest nahm mein Angebot dankend an. Die Krankheit betraf zuerst die Männer, die in den Minen unter dem Fort arbeiteten. Lieutenant Priest ließ sie auf Befehl von Captain Pennington dort einsperren, unter dem Vorwand, so die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Und dann schloss er sich gemeinsam mit denen ein, angeblich um sich um sie zu kümmern. Mit ihnen ein. Okay. Warum macht er das? Nur kümmert er sich nicht um sie. Ihn interessiert nur die Medaille, die ihn erwartet. Ich habe den wahren Sebastian Priest kennengelernt und er ist ein grausamer Mensch. Dieser tapfere Held hat Männer bei lebendigem Leib einmauern lassen. Nur wenige trauen sich, dieses unmenschliche Verbrechen auszusprechen. Sollte ich hier rauskommen, werde ich ihn nicht damit durchkommen lassen. Ich werde meinen Mund nicht halten und ich werde die Erste und Einzige, sein werde. Mir ist kalt und ich habe Hunger. Ich denke, ich werde hier unten sterben, vergessen vom Rest der Welt. Aber dies ist meine Stimme, niedergeschrieben, auf dass die Wahrheit eines Tages bekannt wird. Möge Sebastian Priest für seine Taten in der Hölle schmoren. Naja, vielleicht ist es einer derjenigen, die ich nicht aufsteigen lasse. Sondern den ich dann verdamme. Weil das finde ich halt super krass, dass er das selber war, nur weil er eine Medaille wollte. Dass er deswegen über Menschenleben geht. Cool.
war. Die Ratten. Viele Männer waren hier eingesperrt. Der Grube überlassen. Nur zurückgehalten durch die Furcht hineinzufallen. Krass. Wie kann man so scheiße sein? Energie. Was ist denn das Kettenglied zum Zerstören? Ich sehe es gerade nicht. Bin mal gespannt, wie er sich manifestiert, aber als Monster irgendwie auftaucht oder ganz normal. Habe ich denn eigentlich die violette Kiste irgendwo schon gefunden? Nee, ne? Habe ich wahrscheinlich dann auf dem Weg hier runter verpasst irgendwo. Aha. Da drin. Ich gehe erstmal hier hin, bevor ich runtergehe. Muss ja eh wahrscheinlich dann im Endeffekt wieder dahin. Weiter geht's. Wenn ich sie so sehe, frage ich mich, ob ihr Widerstand es am Ende überhaupt wert war. Du stehst umringt von ihren Kadavern und Stille ist die einzige Antwort, die du kriegst. Was glaubst du wohl? Stellt aber nicht, was seine Beweggründe waren. Was wirklich nur Ruhm? Dann wäre er ein richtiges Arschloch. Ja, das ist wahrscheinlich wieder für ein bisschen Fell oder so hier, ne? Ja. Oh, ein bisschen. Hexenschweine. Das war's. Ach, schade. Ich sag ja, es ist immer so ein bisschen unnötig. Die Sachen sammeln. Im Endeffekt brauche ich eigentlich nur noch den Geisterkram, die Steine und so. Geißelsteine. Warte mal, hätte ich noch runterschießen können. Aber egal. Wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche, soweit. Jetzt ist nur noch so ein bisschen an der Stellschraube drehen, so ein ganz klein bisschen für die Werte. Jetzt bald mal unten. Der Leichnam da. Welcher? Okay, da. Das müssen Sebastians Überreste sein. Aha. Interessant. Lord Priest starb ja als Letzter. Hätte sich erschossen, als die Hoffnung schwand. In Wahrheit schlug ihm jemand den Schädel mit einer Hacke ein. Es war kein romantischer Suizid, sondern eiskalter Mord. Außerdem gibt es hier keine Geisterfessel. Und hier... wieder dieses Zeichen. Keine Geisterfessel. Warum ist er da nicht verblichen und wie alle anderen zu einem Schemen geworden?
Sebastian hat Helen einen Bären aufgebunden. Seine markante Brustverletzung war ein Teil der Geschichte. Es war alles nur eine Lüge. Ich zweifle langsam am Geist des Lieutenants. Er könnte ein Abbild von Sebastian sein, um zu Helen zu gelangen. Vielleicht auch zu Pennington. Kein Schemen. Etwas Höheres. Aber was und weshalb? Okay, das ist gerade sehr interessant. Was? Hochmut? Sebastian Priest ist eine leere Hülle, doch es ist nicht klar, wer oder was sie erschaffen hat. Helen Priest hat sich vom Tod ihres Gatten Sebastian nie erholt. Ein mächtiges Wesen manipuliert Helen durch ihren geliebten Gatten. Sebastian ist eine Puppe. Ausgestopft mit gestohlenen Erinnerungen. Geschaffen von dem, was hier unten lauert. Helen verlässt sich ganz auf ihren Ehemann. Die Wahrheit könnte sie ins Verderben stürzen. Helen hin oder her. Zuerst müssen wir den Puppenmacher finden. Okay. Cool. Wie tief sind denn diese Minen, bitte? Ich renne jetzt schon so lange hier einfach nur rum und es geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Das ist doch nicht normal. Ein fieser Brocken. Ein bisschen, weißt du das? Bereit für den Einsatz. Hier wurden sie krank, verirrten sich in der Dunkelheit. Und so starb einer nach dem anderen. Wir werden bald hier raus sein. Wir beide. Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Aber den beiden passiert ja nichts. Wir wissen das ja schon. Ah. Es muss irgendwas Großes sein. Das ist wahrscheinlich so ein Bosskampf wie in den Ecken da, das, dieses Blutgericht. Hundertprozentig ist es irgendeine große Schuld, die hier das Unwesen treibt. Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Es geht immer weiter. So viele Leichen hier überall. Warum schreit das eigentlich so? Es müsste doch gut sein, wenn ich die Ketten löse, oder nicht? Oder willst du gefangen sein? Das ist passabel, wenn ich meine Füße umlegen will. Okay. Warte mal. Boah.
creepy, shit. Auf jeden Fall ist hier immer wieder ein Feuer. Da unten. Klimper, klimper. Ah, ja. Diese Ketten, ein Echo, glaube ich. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Okay. Da könnte ich nicht schlafen jetzt, ne, bei den Geräuschen. Aber er hat da gar kein Problem mit. Das wird mich wahnsinnig machen, dieses Geräusch die ganze Zeit. So. Wenn ich das Herz angreife, musst du dich um die Irrwische in den Wurzeln kümmern. Anderen. Ich sehe es nicht. Und vielleicht? Wo denn? Ah. Irgendwo da, aber ich sehe das nicht. Da drin. Schütze. Jahrelange Übung. So, jetzt noch die Ketten finden. Da ist aber nichts hier. Nichts, weil ich so schießen kann. Ja. Ich kann das lebhafte Echo der Erinnerung eines Geistes spüren. Was bist du? Du? Nein. Nein! Aha. Was sich hier auch herumtreibt,
Deine Liebe verleiht ihm Leben. Noch ein Geist, der die Wut niederer Schemen für seine Zwecke ausnutzt. Hier geht es um die Qualen der Deborah Comenius. Ja. Und die Schuld der Menschen von Frieden. Schon wieder Deborah. Bossfight. Kannst du ihn sehen? Noch nicht. Was passiert, wenn wir es tun? Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine kaputte Puppe, bei Verstand und Vergessen in der Finsternisse, ist sie von den Schwerkarten überfallen. Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Schlechtes Timing. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Das ist deine Gelegenheit. Komm, steh auf. Alter. Halt her! Oh, wow. Sie ist echt mächtig, verdammt. Lass sie gehen! So lange, dass ich das nicht fürchte. Die Arme. Die kann aber echt leid tun, ne? Führ mich zu dir! Ich befreie dich, was ich hier gekümmert habe.
war nichts. Ja. Hab dich. Hey, es reicht jetzt. Nächstes Mal klappt's. Alter. Ich hätte dich nie hier runtergezogen sollen. Du kommst aber nicht zur Ruhe hier. Ich kann mich nicht mal heilen, weil die ganze Zeit irgendwas auf mich einprügelt. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Sie greift alles an, was ihr im Weg steht. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Nächstes Mal klappt's. Nutz meine Kraft, Red. Komm schon. Das ist aber blöd. Wo bist du, Anthea? Ich befreie dich, sobald ich mich um die hier gekümmert habe. Gib mir ein Zeichen. Konzentriere dich auf meine Stimme. Direkt. Willst du alleine Spaß haben? Was
eine komische Auffassung von Spaß, Anthea. Es war doch eben. Ich bin an diesem Ort. Ich werde dich töten und auf dich ziehen. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Kein Frieden, keine Gnade, nichts als Düsternis und Verfall. Nein, es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Düsternis und Verfall und die Worte eines Wahnsinnigen, eines widerwärtigen Menschen. Wessen Worte? Penningtons? Ja, das waren wohl ihre Fesseln. Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Ja, sie ist der Albtraum. Die Arme. Metamorphose und Eisenspeer. Ich will nie wieder eine Mine von innen sehen. Warte mal. Eisenspeer. Wenn ein Gegner mit dem Gewehrkolben getroffen wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 60% mehr Schaden. Ja, nee. Ist das ein Amulett gewesen? Ja, oder? Metamorphose. Wenn ein Gegner mittels Verbannen besiegt wird, wird die Geistanzeige um 100% aufgefüllt. Okay, krass. Aber das ist besser. Können wir jetzt hier raus? Ja, man muss halt echt sagen, die arme Deborah, ne? Die wurde zu Unrecht hier gequält mit allen anderen. Wie geht das Sprichwort? Ein Puppenspieler. Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht. Aber Pennington ließ Deborah verrotten. Das ist die Ursache. Also, was nun? Pennington hat Deborah eingesperrt, um ihr Leben bettelnd. Nach ihrem Tode ignorierte er sie. Eine Schande für uns alle. Aber Helen Priest ist einem betrügerischen Geist hörig. Ihr ist ebenso wenig zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Ja, ich muss den Geist aufsteigen lassen, natürlich, weil... Ja, Pennington ist ein Schwein, aber... Ist jetzt halt... Na, es wird nichts ändern, wahrscheinlich, wenn ich ihn kille. Und ich sag ja, von dem Weg sehe ich halt leider mal ab. Hab mich jetzt dazu entschieden. Mal sehen, ob es zum Guten oder Schlechten war. Aber ist auch schade eigentlich, weil wenn du überlegst, wie
wie weitreichend die Entscheidungen sind. Was ist? Nur der Rausch nach einem Kampf. Geht vorbei. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich keine Puppe bin? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn mein Kopf widerspricht, tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Ja, wie gesagt. Es ist halt schade, dass es dann so weitreichende Konsequenzen hat. Und dafür das ganze Spiel nochmal durchzuspielen, hätte ich jetzt auch keine Lust, ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht so wie bei Vampyre zum Beispiel, dass man kurzfristig alles ändern kann, indem man die ganzen Leute dann noch raussaugt. Sondern hier ist es halt leider so, naja, du musst dich halt von Anfang an entscheiden, eine Sache zu machen. Oder halt nicht. Frische Luft. Endlich. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Danke, Meister. Ja, es war echt krass, wie lange wir jetzt da in der Mine unterwegs waren. Der Bosskampf war auch ganz cool, halt nur ein bisschen fies wie immer, ne? Viele, viele Gegner, die man während des Kampfs gegen den Boss sowieso noch damit bekämpfen muss oder ignorieren muss am besten. Hä? Ach, hier. Oh, da gibt's schon Ärger. Nein, das ist Meuterei. Nein, lang überfällige Gerechtigkeit. Wartet. Seid ihr nicht in den Minen umgekommen? Bald liegen wir alle tot in diesen Minen. Kein Wort mehr aus deinem Mund. Und wehe, du bewegst dich. Die Minen wurden von ihrem Wahnsinn befreit. Ganz im Gegenteil zu euch, wie es scheint. Ihr habt das Wesen in der Grube verbannt? Wirklich? Es ist weg. Ja, der Puppenspieler ist Geschichte. Die Belagerung ist zu Ende. Aber freut euch nicht zu früh. Ihr steckt immer noch bis zum Hals im Dreck. Ihr müsst für eure Taten gerade stehen und für alles, was ihr nicht getan habt. Zivilisten bin ich keiner Rechenschaft schuldig. Und Meuterern ebenso wenig. Aber den Toten seid ihr's. Einst flehte euch eine Frau in Ketten an und ihr habt ihr Flehen ignoriert. Deshalb seid ihr verflucht. Gesteht, eure Zukunft und die Zukunft vieler anderer hängt davon ab. Ich gebe zu, es gibt keine Zukunft. Und dass ich uns hierher führte, um unser letztes Gefecht zu kämpfen. Aber wir sind standhaft. Auch das gebe ich zu. Und das ist mir zu verdanken. Wir sterben einer nach dem anderen. Dann trauern wir. Wir schüren den Zorn. Aber wir bleiben standhaft und treu. Selbst die Witwen müssen das. Die Schuld frisst euch auf. Ihr wusstet, dass ihr in die Minen gehen solltet. Aber ihr konntet es nicht. Ich entschied mich, im Licht zu sterben. In der Grube gibt es nichts als Düsternis. Es steckt mehr dahinter. Eine ältere Schuld. Eine tiefere Furcht. Wir bringen Antworten, während ihr eine waschechte Meuterei anzettelt. Wieso gerade jetzt, Helen? Sebastian kehrte verstört zurück. Ich dachte, er hätte euch tot in den Minen zurückgelassen. Eure Mission war gescheitert. Ich konnte nicht mehr warten. Captain, warum habt ihr Sebastian Priest in die Mine geschickt? Ich wusste, dass die Quarantäne hart werden würde. Ein kompetenter Kommandant musste für Ordnung sorgen, um sie bis zur Genesung am Leben zu halten. Ich wählte meinen Lieutenant. Das war ein Fehler. Er war nicht kompetent. Sie sind alle gestorben. Euer Gatte war kein Held, Mrs. Priest. Erst bringt ihr ihn um und wollt ihn nun auch noch seiner Ehre berauben? Ein weiterer wohlverdienter Sargnagel, Captain. Also, Helen, die Sache ist die... Nicht jetzt. Sie ist noch nicht so weit. Vielleicht seid ihr für die Tragödie in den Minen verantwortlich, Pennington.
Vielleicht auch nicht, aber der Puppenspieler wollte euren Tod. Vor einigen Jahren habt ihr eine hiesige Frau der Hexerei bezichtigt. Ihr habt sie eingesperrt. Der Puppenspieler war recht erzürnt deswegen. Auch Fairfax Haskell war am Tod von Deborah Comenius beteiligt. Er hat sich der Vergangenheit gestellt. Nun werdet ihr es ihm gleich tun. Nun ist der Würfel endlich gefallen und zeigt die schicksalhafte Zahl. Ich werde die Geschichte erzählen. Ganz und gar. Ihr zogt ihren Namen durch den Dreck in dem Wissen, dass es eine Hexenjagd geben würde. Warum tatet ihr das? Ich habe sie nicht verleumdet. Es war die Wahrheit. Sie war verdorben. Sie war böse. Und sie war die Lehrerin unserer Kinder. Jemand muss an die Kinder denken. Das ist Schwachsinn, aber er scheint davon überzeugt zu sein. Wir kommen der Wahrheit näher. Deborah war keine Hexe. Angsterfüllt wandten sich die frommen Bürger von Juiden gegen sie, um ihre eigene Haut zu retten. Und ihr ebenso. Ihr habt sie im Puppenspieler wiedererkannt, nicht wahr? Was war das? Puppenspieler? Das war doch in den Minen, nicht? Ihr habt's gewusst. Gebt es zu. Seit wann? Wie lange wusstet ihr es schon? Was ich weiß und ihr nicht, könnte eine ganze Bibliothek füllen. Helen ist verblendet. Und unter Sebastians finsterem Einfluss bleibt sie das auch. Aber Pennington ist kein Deut besser. Was würdest du sagen? Ich glaube an Helen Preece. Eure Zeit ist vorbei, Captain. Vielleicht könnt ihr nun an der Aufarbeitung eurer Schuld arbeiten. Tut, was ihr müsst. Und lebt mit den Konsequenzen. Werft die Würfel. Das werde ich. Ich verschone ihn natürlich. Gut. Keine Lügen mehr. Kein Hass. Und Schluss mit der Meuterei. Ihr mögt hehre Motive haben, aber so etwas geht niemals gut aus. Der Puppenspieler hat Schemen auf den Captain gehetzt. Und einen ahnungslosen Meuchelmörder. Euch. Helen Preece. Der Geist neben euch ist nicht euer Gemahl. Es ist nur eine Hülle, ein Schein, ein raffiniertes Simulacrum. Euer geliebter Lieutenant Preece war kein Held. Er war ein Tyrann. Seine Opfer, die tot in den Minenschächten liegen, bestätigen das. Ich bin Sebastian Preece. Ich liebe meine Frau. Ich kämpfe um ihre Sicherheit. Ihr seid eine Vogelscheuche aus Helens idealisierten Erinnerungen an ihren geliebten Gemahl. Hergeschickt, um sie zur Meuterei zu treiben. Ohne den Puppenspieler wird die Fassade bröckeln. Schon bald werdet ihr wieder ein Schemen sein. Ich habe dich geliebt. So sehr. Ich bin mir nicht sicher, was gerade vorgefallen ist. Aber ihr, Helen Preece, steht hiermit unter Arrest. Immer noch ein Scheißkerl. Hätte ich kalt machen sollen, du Schwein. Ihn zu lieben, ob es nun richtig oder falsch war, hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Könnt ihr das ebenfalls von euch behaupten? Dass er eine Frau ist, heutzutage, Captain. Ja, ich wollte gerade sagen, vermutlich er sieht ja keine Geister. Deswegen sagte er, er weiß nicht, was gerade vorgefallen ist, aber ja.
endlich morgen. Der Fluch des Albtraums scheint hier nun gebrochen. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt ist nur noch Eden wahrscheinlich. Arme Deborah, wirklich, die hat so viel mitgemacht. Kein Wunder, dass sie da richtig, richtig böse wird. Hundertprozentig kann ich das verstehen, irgendwie. Stell ich mal vor, ihr seid halt so lange irgendwo in der Dunkelheit eingesperrt, bis ihr drauf geht. Aber ich dachte, sie wurde umgebracht im Hexenprozess. Na gut, vielleicht habe ich das verwechselt. Es ist wahrscheinlich schlimmer, als der Tod weggesperrt zu werden. Oh! Fusionieren. Antea kann mit Redfish schmelzen, um für kurze Zeit erhöhten Schaden zu verursachen. Oh, geil. So kann das paar mächtige Spektralnetze zerreißen. Aha. Verbannen hinterlässt einen schädigen Wirkungsbereich um das Ziel herum. Okay. Du hältst 15% mehr Lebenspunkte, mehr Geisterpunkte und Bannpunkte, aber du erleidest 25% mehr Schaden. Das ist scheiße. Wenn der Gegner mit einem aufgeladenen Angriff besiegt wird, wird die Bannanzeige auf 15% aufgefüllt. Aha, wenn ein Gegner mit einem Gewehr getroffen wird, verursacht der nächste schwere Angriff 30% mehr Schaden. Tja, ist die Frage, ist beides gut? Ich nehme aber das hier. Perfekter Wechsel. Nach einem Ausweichmanöver nach hinten zu Antea, um einen Schlagangriff, was du für den Gegner zurückstößt. Aha. Wenn die Bannanzeige gefüllt ist, erleidest du durch den nächsten Angriff 90% weniger Schaden, aber du erhältst 20% weniger Bannpunkte. Hä? Wenn die Bannanzeige gefüllt ist, erleidest du weniger Schaden, aber du erhältst 20%... Ach, insgesamt 20% weniger. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Also, wie geht's weiter? Was hat Cyrodiil bei unserem ersten Treffen gesagt? Wenn wir den Einfluss des Nachtmaars genug geschwächt hätten, könnten wir seine Festung über die Leere betreten. Deborahs Kontrolle über die Siedlung ist geschwächt. Wir werden zu Cyrodiils Insel zurückkehren und dort über den Leerriss nach New Edentown zurückreisen. Einfach so, hm? Ja. Nun, ja, einfach so. Stört dich was? Überstürzen wir die Sache nicht etwas? Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Wir müssen den Nachtmaar besiegen, schon vergessen? Manchmal hasse ich diese Welt. Noch eine freie Frau. Clever, sensibel, nett. Ermordet von einer feigen Meute. Zu schwach, sich ihrer Mittelmäßigkeit zu stellen. Feiglinge, die sich hinter falschen Tugenden verstecken. Und für was? Sie würden nicht mal ihren Namen nennen. Wieso? Wieso sie? Ja. Du hast es selbst gesagt. Deborah war ein Opfer ihrer Furcht. Das reicht mir nicht. Ihr Mord war nur einer von vielen. Warum müssen immer wir mit unserem Leben bezahlen? Doch, das hast du. Und ich werde mein Versagen bis zu meinem Tod bedauern und darüber hinaus. Ich habe nicht von unserer Situation gesprochen. Als ich damals Kuba verließ, hätte mir alles Mögliche zustoßen können. Ich war aufgeweckt, frei, talentiert. Ich sprach die falsche Sprache, hatte das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe. Und doch habe ich dem Leben getrotzt. Ich hatte mir so viel mehr von der Welt erhofft. Was für eine Anmaßung. Zu glauben, niemanden zu brauchen. Meine Mutter, eine erfahrene Curandera, zu ignorieren und stattdessen auf meine Schwester zu hören. Die Freundin aus deiner Kindheit? Was ist passiert? Ich hatte wenig und wollte mehr. Das ist gefährlich, wenn man über Talente, wie wir sie haben, verfügt. Mir hätte alles Mögliche zustoßen können. Aber das ist es nicht. Das war sicher hart für dich. Für mich war es das jedenfalls. Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, wie weit wir gemeinsam gekommen sind und Mut fassen. Ich bin tot, Ruri. Ich bin tot und werde schon bald für immer fort sein. Denkst du, ich weiß das nicht? Es geht hier nicht um dich, Ren. Das wollte ich auch nicht sagen. Hör mal zu, das alles, es ist nicht leicht, das zu verkraften. Wir sind beide erschöpft. Ich auf jeden Fall. Ich kann nicht müde werden. Ich weiß. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Du hast keine Ahnung. Überhaupt keine. Ich gebe mein Bestes, es zu verstehen, wenn du mich nur lässt.
Wir müssen an uns glauben. Sieh uns doch an. Natürlich werden wir unser Ziel erreichen. Halt den Mund, Red. Halt den Mund. Es geht nicht um... Es geht nicht darum, was wir erreicht oder geschafft haben oder wie weit wir gekommen sind. Es geht um die Ungerechtigkeit. Ich soll uns ansehen. Sieh mich an. Ich verabscheue, was ich geworden bin. Siehst du das nicht? Ich wollte nur helfen. Ich finde, sie ist echt ein bisschen unnötig zornig auf ihn. Er kann ja nichts dafür. Es tut mir leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Gute Nacht. Ja, sie ist halt, wie gesagt, das ist halt so generell das Problem, dass damals ja das Patriarchat halt sehr, sehr strong war. Und natürlich ist es super ungerecht, weil sie hat halt nichts getan, Deborah. Sie war halt einfach talentiert, sie war... Ja, sie hat sich so ein bisschen aufgelehnt, hat das Beste aus sich gemacht vielleicht. Und das fanden viele wohl scheiße und deswegen wurde sie als Hexe bezichtigt. Und ich kann Antheas Zorn verstehen, aber Red kann halt wirklich nichts dafür. Anthea? Red ist halt echt ein Guter. Ich wäre mit dir gekommen. Nicht witzig. Jetzt muss ich zu Fuß zu dieser verdammten Insel laufen. Na, ob sie wirklich... Ist sie zur Insel? Oh. Ich meine, musste ja sowieso zu Fuß. Auch wenn es heißt Schnellreise, im Endeffekt muss er das ja hinter den Kulissen doch hinter sich bringen, die Reise. Nur wir haben den Kopf vor, dass wir es nicht sehen. Da bist du ja. Bist du bereit? Ich bin gerade erst angekommen. Können wir reden? Warum hast du mich allein gelassen? Du warst nicht alleine. Können wir jetzt gehen? Ach, hat Ceridine nicht gesagt, wir müssen zusammenhalten, eine Einheit bilden und nicht zerstritten sein? Genau das ist jetzt das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen sollten. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Finale steht vor der Tür, deswegen werde ich immer Pause machen. Der Part ist ein bisschen kürzer, aber macht ja nix. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Banishers und ich bedanke mich für die Likes und Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.